Hallo, liebe Freunde der Physik. Es geht heute um die Problematik Dioptrienzahl. Das gehört zur Optik. Wir haben das hier. Die Dioptrien ist die Maßeinheit für die Brechkraft optischer Systeme und sie stellt quasi den Kehrwert oder den reziproken Wert der Längeneinheit dar, und zwar in der Einheit Meter. Die Dioptrien physikalisch wird dargestellt durch D gleich 1 durch F, also der reziproke Wert der Brennweite. Und die Maßeinheit wäre dann 1 durch Meter und dafür schreibt man dpt. Konvexe Linsen haben eine positive Dioptrienzahl, Konkavlinsen eine negative. Auf Vorschlag des französischen Augenarztes Ferdinand Manoyer wurde 1872 die Dioptrie in die ophthalmologische Optik eingeführt. Die Ophthalmologie ist die Lehre von den Erkrankungen und von den Funktionsstörungen des Sehorgans. Sie ist eine der ältesten Teildisziplinen übrigens der Medizin. Die Brechkraft eines normalsichtigen Auges beträgt im akkommodationslosen Zustand etwa 50 bis 60 Dioptrien. Bei 59 Dioptrien entspricht die Brennweite dann etwa 1,7 cm. Bei Adaption, das heißt bei zunehmender Wölbung der Linsen, kann die Brechkraft des Auges normalerweise nochmal um 12 Dioptrien erweitert werden, sodass man immerhin bis zu 71 Dioptrien kommen kann. Ich habe hier mal eine Tabelle vorbereitet mit einigen Werten. Wir haben die Brennweiten hier und hier haben wir die Dioptrienzahlen. Wenn die Brennweite 10 Meter beträgt, dann wäre die Dioptrien 0,1. Bei 4 Metern sind wir bei 0,25 Dioptrien, bei 2 Metern bei 0,5, bei 1 ist klar, 1 durch 1 ist 1. Dann, wenn die Brennweite 0,5 wird, dann haben wir 2, bei 0,25 kommen wir auf 4. Wenn die Brennweite sehr kurz ist, wie hier bei 0,05, dann sind wir bei einer Dioptrienzahl von 20. Und ich habe noch den markanten Wert von 59 Dioptrien angegeben, dann hätten wir eine Brennweite von 0,017 und dann wiederum Einheit Meter. Das sollte nur ganz kurz sein zu dem Begriff der Dioptrienzahl, die wir natürlich auch wirklich in der Optik behandeln. Das Problem kann man entweder in Klasse 10 oder auch manchmal in Klasse 11 behandeln. Der Schüler sollte das wissen, was die Dioptrienzahl ist. Und alle Brillenträger sollten natürlich auch wissen, was für eine Dioptrienzahl habe ich und ist es eine positive oder ist es eine negative. Okay, bis hierher. Danke.